Ja, meine Leute, der 4. August 2011, ja, hat der Rainer in einem Stream erzählt, dass er auf Wacken war. Dann im Jahre 2020, zweites Video wegen eines Verstoß gegen die Community-Richtlinien entfernt. YouTube entfernt Rainers Video, das alles sind Hater aufgrund einer Datenschutzbeschwerde eines Dritten. Dabei handelt es sich um das Video, in dem er rund 100 Besucher unzensiert zeigt und beleidigt. Durch diesen zweiten Strike sollte Rainers Kanal eigentlich für 2 Wochen stillgelegt werden. Und sollte innerhalb von 90 Tagen ein dritter Strike erfolgen, würde der Kanal endgültig gelöscht werden. In der Tat wurde Rainers Kanal aber schon am 7.8.2020, 7 Tage nach seinem ersten Strike, wieder freigeschaltet. Ja, weil im YouTube-Support-Team ein Drachi saß. Der hat Rainer immer geholfen. Ja, und im Jahr 2022 hat er seinen Steam-Account auf Drache umbenannt. Also, Mädel auf, Leute,